Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Nerdytech Review. Heute mit einem neuen, ja, Low-Budget Projector oder Beamer oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, der Vivibrite. Jetzt habe ich tatsächlich die Modellnummer vergessen. Macht nichts. Auf jeden Fall mal wieder ein Produkt, das mir hier vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde in der Farbe Silber. Wir sehen unten rechts auf dem Karton Weiß und Schwarz, hätte es auch noch gegeben. Kaufpreis bei Amazon so um die 230 Euro. Ganz kurz einmal zu den wichtigsten Spezifikationen. Wie gesagt, Full HD nativ. 4200 seht ihr da unten links in der Ecke, das ist die Lumenanzahl, also definitiv nicht der klassische Heimkino-Beamer, so mit 1000 bis 2000, sondern auf jeden Fall auch für irgendwelche Präsentationen oder so Tageslicht geeignet. Up to 120 Inch, also bis zu 120 Zoll, könnt ihr das Bild hier groß werden lassen. USB Plug and Play, also zwei USB-Anschlüsse hat er hinten, die wir uns gleich einmal im Detail anschauen. Und dort könnt ihr also USB-Sticks, Festplatten oder ähnliches anschließen. Keystone steht einfach nur für Keystone-Korrektur. Wenn ihr also das Bild auf eine nicht 100% gerade Wand werft oder aber ihr nicht gerade zur Wand steht, sondern den Beamer so leicht anschrägt auf eine gerade Wand, dann ergibt sich ein Trapez und das kann er hier korrigieren. Dann haben wir XPS, wofür auch immer das genau steht, Entertainment-Bereich, ja gut. Hi-Fi-Stereo-Speaker, kann ich euch gleich sagen, wir können uns gleich mal anhören, aber naja, was wollt ihr erwarten? 50.000 Stunden, das ist natürlich schön. Es ist ein LED-Beamer, das heißt, er hat quasi null Hitzeentwicklung, sollte man eigentlich meinen, und vor allen Dingen eine unfassbar lange Lebensdauer, also Lampenlebensdauer im Vergleich zu den 2.000 bis 4.000 Stunden eines herkömmlichen Beamers. Quick on off, ja, das hat auch wahrscheinlich hauptsächlich was mit den LEDs zu tun, da muss keine Lampe vorwärmen oder beziehungsweise vor allem im Nachhinein auch beim Ausschalten wieder abkühlen, so wie mein alter Heimkino-Beamer das so üblich hat. HDMI, klar, es ist ein HDMI-Anschluss dran, es ist auch ein optischer Anschluss dran, also ein SPDIF. Und ja, dieses kleine Android-Dingen habe ich jetzt noch nicht genau analysiert, werde ich euch auch nicht so viel zu sagen können. Ganz kurz einmal zum Lieferumfang, bevor wir uns auf den Beamer selber konzentrieren. Das ist die mitgelieferte Fernbedienung. Wir sehen einmal den An-Knopf, diesen kleinen Android-Knopf, den Quellwahl-Knopf, den Zurück-Knopf, den Menü-Button und dann Pfeiltasten Enter. Und natürlich für die USB-Wahl, also wenn ihr Fotos oder Videos von einem USB-Stick guckt, habt ihr hier Play-Pause, Mute, also ne, die Stummschaltung für die internen Lautsprecher, lauter, leiser, leider kann ich euch gleich vorweg sagen, nur 10 Stufen, ist ein bisschen wenig, aber naja, ganz ehrlich, die wollt ihr eh nicht benutzen. Und was ich ganz nett finde, auch wenn er nicht so wirklich selbsterklärend ist, ein Drehenknopf. Gucken wir uns gleich einmal an, also natürlich könnt ihr das Ding hier auch verkehrt herum unter der Decke anbringen oder auf der Seite oder was auch immer und könnt hier also mit einem Knopf das Bild spiegeln, um 180 Grad auf den Kopf drehen und so weiter und so fort. Und ganz, ganz wichtiges Detail, bevor ich es vergesse, weil als ich das gesehen habe, habe ich schon hart gefeiert. Wir bekommen von Vivibrite eine Transporttasche mitgeliefert. Wie so ein kleiner Rucksack, fand ich schon irgendwie ziemlich sexy, muss ich sagen. Achtung, zwei Reißverschlüsse und ein kleines Fach am Rand, so für Stromkabel und so weiter. Und natürlich können wir das Ganze auch dort drin alles bequem verstauen, wie ihr hier einmal seht. Ja, also das ist dann die mitgelieferte Tasche hier. Und jetzt schwenken wir einmal rüber. Das rote Vivibrite Logo oben auf der Spitze. Und wir schauen ihn uns einmal von hinten an und sehen dort direkt die passenden Anschlüsse. Ich glaube, viel tiefer runter komme ich jetzt auch nicht. Wir haben den Netzanschlusskabel, ist natürlich mitgeliefert, einmal mit EU und mit UK-Stecker. Dann den On-Switch, dann haben wir hier quasi die Fernbedienung, hinten drauf einmal alle nötigen Funktionen, also Pfeiltasten, Quellwahltaste, Enter, Menüknopf und zurück. Und natürlich einen On-Button oben rechts. Dieses schicke Logo hier wird im Betrieb gleich auffällig grün und zeigt dann quasi, hey, ich bin an. Und dann haben wir hier einmal den Infrarotsensor, den wir vorne drauf auch noch einmal haben. So, da sehen wir es also, zwei USB-Anschlüsse und wie das Kabel natürlich bereits schon eingesteckt ist, ein HDMI-Eingang. Daneben haben wir noch ganz unauffällig den
SP-Div, also den optischen Eingang, und eine Kopfhörerbuchse. Wollen wir auch nicht vergessen, auf der rechten Seite befindet sich ganz unauffällig irgendwo hinter diesem schicken Grill hier ein Lautsprecher. Das ist tatsächlich der einzige. Also nach rechts wird der Sound ausgegeben. Und jetzt schwenken wir hier einmal so rum. Schauen uns das Ganze einmal so im Detail auch natürlich von vorne an. Und da haben wir jetzt Vivibrite Full HD. Übrigens tatsächlich immer noch keine Modellnummer. Leider Gottes. Hier vorne der kleine Fuß zum Hochstellen. Das funktioniert. Unten drunter seht ihr die kleinen Füße, wenn ihr dieses Beinchen hier nicht benutzen wollt. Leider kein Stativgewinde unten drunter. Also ihr könnt ihn nicht mal eben so auf ein Stativ stellen. Aber ganz, ganz wichtig sind noch hier auf der rechten Seite vorne diese beiden Räder. Steht jetzt nicht dran, was es ist, aber eins davon ist natürlich zum Scharfstellen und das andere ist für die Keystone-Korrektur. Schauen wir uns gleich einmal an, wenn das Bild läuft. Ich positioniere die Kamera nur eben wieder vernünftig auf dem Stativ und dann geht die Action auch sofort los. Mein Laptop ist ja bereits angeschlossen mit dem HDMI-Kabel und wir drücken einmal auf An. Und jetzt seht ihr sofort, das grüne Lämpchen leuchtet. Unauffällig sehr, sehr lauter Startvorgang. Vivibrite, be clearer. Haben wir gerade ganz kurz hier den Login-Screen gesehen. Das Bild ist bereits so angepasst, dass er hier genau in die Ecke passt. Entfernung jetzt gerade und dementsprechend Bildgröße blende ich euch auf jeden Fall ein. HDMI-Eingang ist gewählt und wir warten mal einmal ganz kurz auf ein Bild hier. Ich hoffe, dass wir das auch kriegen. Jawohl. So, da sind wir. Und für den Rest des Videos machen wir jetzt mal fairerweise, auch wenn ich ja gesagt habe, Tageslicht und so weiter ist kein Problem. Aber wir machen einfach mal spaßeshalber hier das Studiolicht, das direkt rechts neben der Kamera steht, fairerweise aus. Tada! So, jetzt habt ihr zumindest mal so einen Eindruck vom Bild. Das ist hier also tatsächlich natives Full HD, halbwegs schon von mir scharf gestellt. Auch die Schrift oben, also die Menüleiste, Finder, Ablage und so weiter, ist alles relativ scharf. Farben sehen, muss ich gestehen, richtig gut aus. Aber ihr werdet es wahrscheinlich selber vielleicht schon so ein bisschen hören. Er ist schon ganz schön laut. Und das hatte der letzte Vivibrite Beamer, den ich hatte, auch schon so an sich. Also selbst wenn, wie gesagt, Hitzeentwicklung und so weiter nicht mehr stattfindet, Lüfter in meinen Augen, keine Ahnung, wo da jetzt noch großartig einer nötig ist oder was da sonst so ein Lärm macht. Aber ja, ist jetzt nichts, was man ohne eine vernünftige angeschlossene Anlage mal ebenso übertüncht. Aber wie gesagt, das solltet ihr sowieso tun, weil der interne Lautsprecher, den könnt ihr ehrlich gesagt knicken. Ich gehe mal einmal ganz kurz mit euch hier über die Fernbedienung das Menü durch. Wir haben Menüsprache, ist glaube ich selbsterklärend, habe ich jetzt hier mal auf Deutsch gestellt. Erster Aufreger, habt ihr jetzt schon gemerkt, das Menü geht unglaublich schnell wieder weg. Also ja, wenn ihr guckt und nicht sofort irgendwas drückt, dann ist das Ding auch wieder weg. Bildmodus, Mittel, könnt ihr mit Enter einmal reingehen und dann selber hier Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe und Tint einstellen. Ich persönlich, also hier wäre zum Beispiel die Movie-Voreinstellung, Benutzer, ist klar. Und dann gibt es noch Dynamic. Was euch da jetzt am besten gefällt, ist von so vielen Faktoren abhängig. Da werde ich mich jetzt nicht großartig zu äußern. Dann haben wir die Farbtemperatur, die habe ich jetzt hier persönlich mal auf warm gestellt, weil ich die Standardeinstellung irgendwie schon etwas zu kalt fand. Auch da könnt ihr durchgehen, warm, Benutzer, also selber Rot, Grün und Blau wählen, den RGB-Wert. Mittel, genau, Mittel war vorher eingestellt, war mir schon ein bisschen zu, ja, zu blaustichig, sprich zu kalt. Und das gleiche gilt natürlich erst recht, wenn wir auch auf kalt gehen. Deswegen bleiben wir jetzt hier mal bei warm. Seitenformat Just Scan, 16:9, 4:3 oder Auto. Was ist der Unterschied zwischen Just Scan und Auto ist, weiß ich auch nicht. Aber ja, soll jetzt auch hier erstmal keine Rolle spielen, ist glaube ich selbsterklärend. Reduced Display Size ist glaube ich sowas ähnliches wie Overscan. Warum ich das tun sollte, 100% heißt, wir reduzieren nicht. Ja, also wir reduzieren nicht um 100%, sondern wir reduzieren eben nicht. Effekt gibt es hier noch, das ist für Musik, ja, verdreifachen, was Lautstärke und Bass und so weiter angeht, braucht ihr gar nicht erst groß mit rumspielen. Surround Sound können wir wählen zwischen
SRS True Surround XT oder einfach nur Surround. Was genau bei Surround passiert, kann ich auch nicht erklären. Es wird einfach mega leise. Und was bei SRS True Surround passiert, ist einfach nur gefühlt der Loudness-Knopf an einem Verstärker, aber ohne, ja, irgendeinen positiven Effekt. SP-Diff-Mode ist also, wenn ihr den optischen Ausgang benutzen würdet. Das heißt, das Bild wird erstmal mit Ton an den Beamer geliefert, aus Grund XY, und dann wird von dort der Ton wieder getrennt über den optischen Ausgang an euren Verstärker geliefert. Wenn das eure Verkabelung so möchte, dann könnt ihr das lieben gerne so nutzen. Hier ist, wie gesagt, der Drehenknopf und einmal alles wieder auf Standard stellen. Den Drehenknopf haben wir, wie gesagt, auch auf der Fernbedienung. Funktioniert einfach wie folgt. Zack, da haben wir es einmal auf dem Kopf. Da haben wir es auf dem Kopf spiegelverkehrt. Da haben wir es einfach nur so spiegelverkehrt. Und da ist es wieder normal. Also das alles so auf Knopfdruck zu haben, naja, ich meine, es ist eigentlich eine Sache, die man für gewöhnlich nur einmal einstellt und dann hat man es auch. Von daher, ja, sage ich da jetzt mal nichts weiter zu. Keystone-Korrektur brauche ich uns, glaube ich, nicht zeigen. Man kippt das Bild quasi in die Wand rein oder von der Wand weg, je nachdem. Und dann würdet ihr also rechts und links in den Ecken deutlich sehen, dass, ja, der schwarze Rand an der Wand größer wird, sprich das Bild also immer mehr einem Trapez gleicht. Ich habe es jetzt hier schon mehr oder weniger perfekt ausgeglichen oder angepasst und von daher muss ich sagen, bin ich so mit der Bildqualität ganz zufrieden. Wir können jetzt hier spaßhalber für das Outro nochmal ein Video anmachen. Seht ihr auch so ein bisschen, was los ist, wenn mal Action auf dem Bildschirm ist. Zack, YouTube. Und ihr merkt schon, also das Menü und so weiter, auch ja, für euch vielleicht jetzt nicht, aber ich persönlich sage jetzt hier aus 2 Metern Entfernung, kann ich alles noch super lesen. Das Schriftbild ist relativ fein, das ist schon wichtig, wenn man es gerade für Präsentationen benutzen möchte und vielleicht auch mal kleinere Schriftfonts verwendet. Natürlich ist der Kontrast jetzt hier nicht der Oberburner, aber das habe ich auch nicht erwartet. Und ja, da ich mich ja so ein bisschen, mal abgesehen von der Bildqualität, auch zu Features äußern wollte, die also den Preisunterschied ausmachen zu teureren Beamern. Punkt Nummer 1 ist und bleibt, glaube ich, das seht ihr jetzt hier anhand meines Setups, ihr habt natürlich kein Zoom-Objektiv, wie ihr es bei vielen teureren Beamern finden werdet. Das heißt, die Entfernung zur Wand definiert einzig und allein die Größe eures Bildes. Nichts anderes. Dort, wo der Beamer steht, ergibt sich also über den Strahlensatz die Größe oder die Breite eures Bildes und dementsprechend auch die Bilddiagonale. Und das Gleiche gilt auch für, was aber in selbst manch teureren Beamern noch nicht Standard ist, sondern eher so in den, ja, oberen Mittelklassebereich gehört. Der sogenannte Lens Shift. Da gibt es noch einen Unterschied zwischen manuell und elektronisch. Manuell reicht für gewöhnlich, aber ein Lens Shift würde euch also die Möglichkeit geben, den Beamer eben nicht mittig zu eurer Leinwand, die vielleicht eine fest vorgegebene Position hat, ja, aufzustellen und das Bild dann also auch mit einer gewissen Prozentzahl, meistens so 15-20%, nach rechts oder links off-axis, also aus der Mittelachse heraus, zu bewegen, ohne dass Verzerrungen auftreten. Das ist ja hier das Wichtige. Und ja, das sind neben den tatsächlichen Bildeindrücken, die auch immer ein bisschen, ja, eine Frage des Anspruchs sind oder auch hier und da natürlich generell subjektiv, sind das so die wichtigsten technischen oder hardware-seitigen Unterschiede. Auch die Lautstärke ist jetzt hier sicherlich erwähnenswert für einen LED-Beamer. Also dagegen ist mein Heimkino-Beamer deutlich leiser und gerade in leiseren Szenen, wenn man irgendwelche spannenden Filme oder so guckt, dann ist es natürlich schon ein bisschen nervig, wenn aus den Boxen gerade nichts kommt und dann dieser Lüfter quasi das ganze Wohnzimmer, ja, am Film teilhaben lässt. Die internen Lautsprecher zeige ich euch jetzt hier nicht, verlasst euch einfach drauf, wenn ich sage, naja, was erwartet ihr für 250 Euro, wenn ihr gleichzeitig noch so ein tolles Bild kriegt. Alles in allem finde ich für den Preis ein sehr, sehr faires Produkt, durchaus eine Kaufempfehlung wert für Leute mit dem kleineren, ja, Portemonnaie, mit wirklich geringsten Einsteigeransprüchen oder einfach nur mal für die Gartenparty draußen. Also es muss jetzt kein Heimkino sein, sondern wir wollten einfach nur mal
im Wintergarten eine Runde Bang Boom Bang gucken, ja, oder Manta Manta auf die alten Zeiten. Und Hauptsache ein bisschen Sonneneinstrahlung von rechts wirft nicht gleich alles durcheinander. Für die Leute sind diese 4200 angepriesenen Lumen hier mit Sicherheit ausreichend. Und deswegen sage ich schon wieder Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen zum Produkt haben solltet, dann ab damit unten in die Kommentare. Und ja, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, solltet ihr es noch nicht getan haben. Und wir sehen uns beim nächsten Unboxing oder Review hier bei Nerdytech. Euer Jens von Nerdytalk.